Heute ist der Tag des Kusses. Ein guter Zeitpunkt, sich die berühmtesten Küsse der Filmgeschichte anzusehen. In Vom Winde verweht von 1939 küsste Clark Gable Vivien Leigh voller Leidenschaft. Dieser Kuss war nicht minder dramatisch. In Frühstück bei Tiffany von 1961 schnappte sich George Peppard Audrey Hepburn. 1970 waren die Zuschauer von diesem Kuss ergriffen. In Love Story küsste Ryan O'Neill Ellie McGraw. Unterschiede ziehen sich an. Das galt für Robert Redford und Barbara Streisand 1973 in The Way We Were. 1987 begeisterte dieses Paar in Dirty Dancing. Patrick Swayze und Jennifer Grey küssten voller Zärtlichkeit. Auf diesen Kuss fieberten alle hin. In Harry und Sally von 1989 dauerte es, bis Billy Crystal endlich Meg Ryan küsst. Und auch diese beiden brauchten ein Weilchen. Julia Roberts und Richard Gere in Pretty Woman von 1990. 1997 küssten sich Leonardo DiCaprio und Kate Winslet auf der Titanic. 2002 knutschten Kirsten Dunst und Tobey Maguire über Kopf in Spider-Man. Die Leidenschaft dieser beiden war sogar echt. Robert Pattinson und Kristen Stewart küssten sich 2008 auch nach den Dreharbeiten von Twilight.